La Serenissima. Im Beinamen der alten Republik Venedig steckt das Wort sereno, was heiter, gelassen oder auch ruhig bedeutet. Doch im Venedig von heute geht es, wenn nicht gerade Pandemie herrscht, alles andere als ruhig und gelassen zu. Touristen aus aller Welt überfüllen zwischen Markusplatz und Canale Grande zu Zigtausenden die Lagunenstadt. Da müssen Tagestouristen künftig Eintritt zahlen, berichtet Anja Müller. Dichtes Gedränge auf dem Markusplatz. Gassen und Kanäle sind verstopft durch die vielen Besucher. Die Einheimischen können ihren Alltag hier kaum mehr bewältigen. Ein Ticket für Tagestouristen soll die Ströme besser steuern. Dass das funktioniert, bezweifelt der Aktivist Giovanni Leone. Die Stadt würde zwar mehr Geld einnehmen, aber die Probleme blieben, meint er. Wir sind dagegen, weil es Unsinn ist. Die Zugangsgebühr dient nicht dazu, den Tourismus einzudämmen. Die Zahlen werden hoch bleiben, weil wir viel zu viele Betten für Touristen haben. Mehr als 49.000 Hotelbetten sind es mittlerweile und damit mehr als Venedig Einwohner hat. Für Übernachtungsgäste sind keine Einschränkungen vorgesehen. Alles werde dem Tourismus untergeordnet. Für die Einwohner bleibe fast kein Platz, beklagt der gebürtige Venezianer. Die Kinder konnten früher überall hier spielen, jetzt nur noch in den markierten Bereichen. Fußballspielen ist verboten, wegen der Gastronomiebetriebe. Ja, wo sind wir denn? 5 € soll das Tagesticket kosten, buchbar über ein Online-Portal. Dort erhält man einen QR-Code fürs Handy, wie schon beim Eintritt für den Markusdom oder andere Sehenswürdigkeiten. In einer Testphase müssen Touristen dann ab kommenden Jahr an 30 Tagen in der Hochsaison das Ticket kaufen. Und 5 € ist jetzt auch nicht so viel. Und wenn die dann das Geld auch dafür nutzen, dass man den Müll irgendwie wegräumt oder so, dann wäre es ja eigentlich auch eine gute Investition. Zunächst wird das Geld aber das Tagesticketsystem selbst schlucken. So aufwendig ist die Umsetzung. Wie sinnvoll das alles ist, darüber wurde heute lange im Stadtrat diskutiert.